Unser Team heißt LRT für Locomotech Research Team. Das ist bei uns etwas anders, glaube ich, als bei den meisten anderen Teams, weil wir von einer Firma kommen und die Teammitglieder sind Mitarbeiter der Firma. Was wir einsetzen wollen, das basiert auf der KUKA-U-Bot-Plattform. Das ist ein Roboter für den Inneneinsatz. Das ist nur leider etwas, was jetzt gerade beim Spaceport Cup nicht so eingesetzt werden kann. Wir haben im Wesentlichen bedacht, dass der Roboter bestimmten Abstand zu Boden haben muss. Wir haben auch hier unseren Motor und wir sind dabei mit Umbauen, so dass wir danach einen Spaceboat-Robot haben. Was wir noch nicht wirklich testen könnten, ist, weil auch der Antrieb ja leider fehlt, ist, wie sich das in diesem unebenen Terrain verhält und das Greifen der Objekte selber. Hier haben wir den Arm. Das ist ein 5-Achsen-Manipulator. Das ist eigentlich ein bisschen zu klein. Den kann man zwar auch etwas anpassen, dass er auch breitere Objekte greifen kann. Die kleine Kamera am Greifer ist für die Feinjustierung des Greifers, wenn er schon quasi nah am Objekt ist. Wir planen mit dem Greifer, dass er die Objekte zunächst eigentlich eher auf so eine kleine Unterlage, die am Roboter befestigt ist, schiebt. Das Akku hält normalerweise 90 Minuten. Ne, wahrscheinlich nicht so lange, weil wir davon ausgehen, dass wir die Rechner mit Volllast betreiben. Aber wir hoffen, dass wir das schon noch ausreizen können. Und hier bauen wir auch noch zwei Kameras auf für die 3D-Erkennung. Vielleicht stellen wir die hier hin oder auf die andere Seite. Macht das irgendeinen Unterschied? Ist die denn noch stabil, wenn die davon runterliegt? Wir können auf alle Fälle dieses Loch hier festschrauben. Wir haben auch noch geplant, eventuell einen anderen Roboter einzusetzen. Vielleicht kriegen wir sogar noch zwei verschiedene Roboter hin. Das Gute wäre, dass bei uns eigentlich von der Software das gar nicht so viel ausmacht, was jetzt als mobile Plattform drinsteckt. Das ist für uns relativ egal eigentlich, was wir da verwenden für. Wie sieht es denn bei euch mit dem Zeitplan aus? Geht es voran? Ich glaube, passt schon. Also es könnte quasi schlecht ausgehen. Könnte sein, dass er schon die erste Steigung nicht wirklich gut hochkommt. Wenn aber so Sachen eigentlich funktionieren, wie wir uns das erhoffen, dann hoffen wir, dass wir aber auch relativ schnell eigentlich und gut abschneiden können.